Herzlich willkommen zurück zur Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Ja, weiter geht's in der K.O.-Phase. Wir sind also jetzt angekommen in den Spielen, da wo es um alles oder nichts geht. Heute sehen wir das absolute Topspiel eigentlich im Achtelfinale. Auf der einen Seite der zweifache Titelverteidiger Spanien, auf der anderen Seite die Italiener. Und ja, das ist auch nebenbei die Neuauflage des Final-Endspiels von der Europameisterschaft 2012. Damals, also in dem Finale, konnten sie die Spanier mit einem unglaublichen 4:0 durchsetzen. Also das war echt ein unglaublicher Sieg. Torschützen damals waren Jordi Alba, Juan Mata, Fernando Torres und ich glaube Pedro. Kann sein, dass Pedro nur getroffen hat. Ja, und diese Schmach wollen die Italiener natürlich heute wegmachen. Die Italiener gehen hier mit sehr viel Selbstvertrauen in dieses Spiel rein. Sie sind als Gruppenerster weitergekommen. Die Spanier nur als Gruppenzweiter. Sie haben am letzten Spiel dann die üble Niederlage gegen Kroatien hinnehmen müssen. Und er, Sergio Ramos, der Kapitän, hat auch den Elfmeter verschossen für die Spanier. Gut, jetzt gibt es also bei den Nationalhymnen. Und ihr könnt es mir doch mal in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr? Wie geht's aus? Die Tipps Spanien gegen Italien. Ich glaube, das ist echt ein verdammt ausgeglichenes Ding. Ich brauche die Tipps, denn ihr habt privat selber ein Tippspiel. Und da ja, wären eure Tipps bestimmt sehr, sehr geil. Ja, eure Tipps in die Kommentare. Und dann schauen wir mal, wie es ausgehen wird. So, hier die Aufstellung der Italiener. Ihr könnt es selber mitlesen. Eder vorne, Gianluigi Buffon im Tor. Ja, die Italiener schießen nicht wirklich so viele Tore. Das erste Spiel in der Gruppenphase ging mit 2:0 aus, das zweite mit 1:0. Also die Italiener sind natürlich die Mannschaft defensiv stark, offensiv. Naja, da läuft schon irgendwie, sagen sie sich halt. So, hier die Aufstellung der Spanier vorne Alvaro Morata. Nurito links, David Silva rechts. Iniesta, Fabregas, Busquets im Mittelfeld. David De Gea natürlich im Tor. Und ja, die Abwehr der Italiener, die gilt es heute zu knacken. Und wie gesagt, die Italiener wollen Rache nehmen für das verlorene Finale 2012. Und auf der anderen Seite die Spanier, die wollen natürlich weiter träumen vom dreifachen Europameistertitel. 2008, 2012 haben sie ihn gewonnen und 2016 soll der Pokal wieder nach Spanien gehen. So, jetzt sind wir aber soweit, jetzt können wir endlich loslegen. Das Topspiel im Achtelfinale, die Neuauflage des EM-Finales 2012 ist damit angepfiffen. Und jetzt liegt's. Jetzt legen wir also los. So, Matteo Damian dabei. Hartes Einsteigen hier von Andres Iniesta. Und nach 2 Minuten gibt es den ersten Freistoß für die Italiener. So, Freistoß kommt von Florenzi. Der wird jetzt natürlich in der Mitte die großen Zonen jeden Verteidiger mit aufgerückt. Und jetzt die Chance. Die erste gute Chance hier. Und es müsste der Rossi gewesen sein, der diesen Kopfball in Richtung David hier bringt. Aber der zum Glück noch rechtzeitig zur Stelle gewesen. Und so bleibt es erstmal im 0:0. Ja, die Frage ist, wie haben sich die Spanier nach der Niederlage gegen die Kroaten erholt? Denn das war ja sensationell, dass da Spanien verloren hat. Und mal schauen, ob sie ihre Lehren daraus gezogen haben. Eine Niederlage ist immer schlecht, aber man kann seine Schlüsse daraus ziehen und jede Niederlage macht einen normalerweise stärker. So, Torabschluss der Italiener, der zweite, aber wieder David hier zur sicheren Stelle und jetzt nur die Turmball. Aber in die Mitte, das andere ist Iniesta, das ist Sergio Busquets, das ist Fabregas. Fabregas, der sieht außen David Silva. David Silva spielt den Ball zu Fabregas, gut gespielt. Fabregas immer noch mal, legt erstmal zurück zu Andres Iniesta. Iniesta zu Sergio Busquets. Die Spanier kommen jetzt und jetzt David Silva. Silva im Setzen, Silva probiert selber, fällt dann, aber das ist kein Elfer. Nein, so leicht bekommt er keinen Elfer, aber es gibt Eckball. Und weil da Florenzi den Ball ein bisschen zu überhastet klären will. Und deswegen Eckball hier, der erste für die Spanier. Und das ist natürlich die Chance für den Titelverteidiger, vielleicht hier das 1:0 zu machen. Sergio Ramos ist mit vorne, Sergio Busquets, Gerard Piqué, die Großen in den Verteidiger, alle mit vorne. So, Fabregas, Ecke ist gut, Buffon kommt raus mit der Faustabwehr, kommt er zur Stelle. Und Italien versucht vielleicht schnell umzuschalten über Eder. Eder über die linke Seite, die Chance ist da, Eder macht Tempo, Flanke ist allerdings nicht gut genug. Spanier sind dazwischen, jetzt Sergio Busquets. So, weiter geht's zu Nolito. Versucht sie im Zweikampf, bleibt aber hängen und kann drehen jetzt dabei. Weiter geht's zu Parolo. Da ist Barzagli, wieder zurück zu Parolo gespielt der Ball. Klar, die Italiener, sie wissen, ihre Stärke liegt in der Defensive. Sie müssen einfach warten, bis sie den Konter bekommen.
und so lange hinten einfach komplett dicht stehen und ja, vorne ab und zu mal ein paar Nadelstiche setzen. So, Bonucci am Ball, mit dem Ball zu Parolo. Die Italiener lassen sie jetzt ganz nett in die eigene Hälfte da reindrängen, behalten aber erstmal den Ball. Und Spanien schafft es nie zum Ball zu kommen, so langer Ball nach vorne. Das ist typisch Italien, aber gegen die Spanier, ich glaube, da müssen sie ein bisschen mehr auffahren als solche Bälle. So, jetzt Sergio Busquets, weiter geht's nach vorne, da ist Andres Iniesta. Der sieht aus dem Juan Fran. Aber nach vorne ist David Silva. Oh, von hinten angegangen, kein Pfiff des Schiedsrichters, Spiel läuft weiter. Und da ist Eder. Eder sofort attackiert. Dann kommt hier fast der Ballverlust. Und der Ball ist natürlich wieder in der italienischen Abwehr. Und jetzt Parolo. Weiter geht's zu Florenzi. Bis jetzt ein intensives Spiel. Beide lassen wenig zu. Die größten Torchance. Er hatte bis jetzt die Italiener und das ist die nächste. Und der Ball ist drin. 23. Minute. Das ist ein Abwehrfehler. Und es ist ein Torwartfehler. Und Matteo Darmian macht hier die Führung für die Italiener. Wunderschöne Flanke, da kommt Jordi Alba nicht hinterher. Nicht Jordi Alba war es, es war nur Lito, der hier mithelfen wollte. Und dann, oh, das sieht David hier nicht gut aus. Was macht er denn, der gute Torhüter? Riesenchance hier, Riesenchance. Und der Ball ist drin. Abwehrpatzer bei den Spaniern und Matteo Darmian der 22. Minute. Und jetzt ist das passiert, was man gegen die Italiener unbedingt finden sollte. Den Rückstand, den sollte man unbedingt finden, denn jetzt muss Spanien Gas geben und jetzt hat Italien das Spiel, jetzt dürfen sie sich hinten reinstellen und abwarten, bis die Zeit abgelaufen ist. So, jetzt muss natürlich Spanien kommen, über Jordi Alba. Angriff nähert sich dem 16er, jetzt ist es Fabregas. Sieht andere Iniesta, sie suchen natürlich sofort die Antwort, da ist David Silva, Iniesta. Sucht Cesc Fabregas, jetzt ein bisschen Platz ab. Ah, schade, da wäre Andres Iniesta schön durchgelaufen gewesen. Habe ich zu spät gesehen, deswegen kommt der Pass nicht. Und jetzt natürlich die Italiener sofort mit dem nächsten Angriff. Die spüren jetzt, die Spanier sind offen heute. Und Ramos mit dem Fehler kann ihn aber gerade noch so gut machen. Riesenchance hier, fast die zweite für die Italiener. Die ein richtig starkes Spiel bis jetzt machen. Die Spanier kommen nicht durch. Und die Italiener führen ihn mit 1 zu 2. Messi schaut. Morata und Buffon. Da ist die Lücke einmal offen bei den Italienern. Und Alvaro Morata, der Stürmer von Juventus Turin, bringt den Ball nicht ins Tor. Riesenchance hier. Solche macht er nochmal im Blindflug rein. Aber diesmal nicht, denn diesmal steht Gianluigi Buffon gegen ihn. Ja, beide spielen ja bei Juventus Turin, Buffon und Morata. So, nächste Chance. Ja, schön durchgeschickt. Iniesta! Und Buffon! Also, Spanien jetzt mit den ersten zwei richtig guten Torchancen. Da wäre der Ausgleich drin gewesen. Vor allem für Morata. Aber auch die Chance von Iniesta war nicht ohne. Und jetzt sofort wieder Nolito. Sucht Morata, findet diesen nicht. Die Italiener sind dazwischen. Spanien erhöht den Druck massivst. Mal schauen, wie die Italiener darauf reagieren. Also, von der sicheren Abwehr der Italiener haben wir schon zweimal die Lücke gesehen. Und die haben Morata und Iniesta eiskalt fast ausgenutzt. So, jetzt mal wieder Florenzi am Ball. Ball geht zurück und klar, die Italiener, die schinden jetzt natürlich schon Zeit. Das machen sie taktisch natürlich sehr, sehr gut. Und jetzt die Chance. Candreva. Oh, das sieht Jordi Alba nicht gut aus. Jetzt natürlich wieder Platz für Italien, aber da wird ich erst zur Stelle. Und ab geht's nach vorne über Sergio Busquets. So, der sieht Iniesta. Iniesta zu Cesc Fabregas. Jetzt sieht David Silva. Und sofort natürlich wieder Tempo drin in Spanien. So, Iniesta. Vorne wäre Morata gewesen, aber auch gut zugestellt. Und Italien igelt sich wieder hinten ein. Jetzt mal David Silva. Bekommt den Ball, legt zurück zu Sergio Busquets. Der sieht ohne Iniesta. Der weiterlein zu Nolito. Nolito zu Jordi Alba. Jordi Alba mit Platz, mit dem Pass zu Iniesta. Weiter geht's zu Fabregas. Jetzt bin ich gespannt. So, jetzt Cesc Fabregas! Es ist unglaublich schwer, gegen diese defensiven Italiener durchzukommen. Spanien lässt sich sehr viel einfallen mittlerweile. Aber gegen einen Gianluigi Buffon, da ist es sehr schwer zu treffen. So, Fabregas am Ball. Weiter geht's zu Iniesta. Oh, jetzt ist die Chance natürlich da. Iniesta.
Weiter geht's zu Cesc Fabregas. Fabregas sucht und findet hier Busquets. Aber das ist unglaublich eng und das war's auch mit der ersten Halbzeit. Also, wir sehen ein Spiel, da wo der Titelverteidiger kurz vor dem Ausscheiden ist. Italien führt zur Halbzeit gegen Spanien mit 1:0. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann melden uns hier wieder zurück aus Frankreich. Ist das das Aus für Italien oder für Spanien? Das klären wir auf jeden Fall gleich. Kurze Pause, dann sind wir wieder zurück. Aktuell wären die Spanier draußen und damit herzlich willkommen zurück zum Achtelfinale bei der Europameisterschaft, zur Neuauflage des EM-Finales 2012. Italien gegen Spanien, damals ging es 4:0 für die Spanier aus, heute für die Italien mit 1:0. Und wäre damit aktuell im Halbfinale. Und Spanien müsste nach Hause fahren. Der Titelverteidiger müsste bereits im Achtelfinale nach Hause fahren. Aber wir haben noch 45 Minuten Zeit. Der erste Angriff der Spanier kommt zu Juan Fran. Das ist ein Foulspiel, jawohl! Freistoß für Spanien aus der gefährlichen Position. Sehr früh in der zweiten Halbzeit. Florenzi zu hart. Und jetzt Freistoß für Spanien. Das ist eine interessante Position. Fabregas schnappt sie den Ball. Oh, der wird mich so direkt reizen. Einfach, den mache ich direkt. Ganz ehrlich, Fabregas, den kannst du nicht. Cesc Fabregas probiert es. Oh Gott. Sehr deutlich ans Außennetz. Sonst eine gute Idee zwar, aber... Nee, so nicht, so nicht. Gute Chance, leichtfertig hergeschenkt. Er hat die Flanke nicht gesucht. Er wollte Buffon vielleicht ein bisschen überraschen. Und damit bleibt sie nach 50 Minuten beim 1:0 für die Italiener. Und eins ist klar, Spanien muss Gas geben. Die Italiener werden sich mehr und mehr auf die Konter natürlich verlassen und natürlich sich hinten einigeln. Und mit Solos, da kommt man nicht weit. Nolito bleibt hier massivst hängen. Und das ist natürlich sofort wie die Italien. Ja, beim Unentschieden geht es übrigens in eine Verlängerung. Da ist natürlich dann noch mehr gebunden. So, David Silva mit dem wichtigen Ballgewinn. Zu Morata der Ball, Alvaro Morata. Starker Stürmer im Dienst vor Juventus Turin. Sieht David Silva! David Silva, nochmal die Chance, Silva! Nein, der bekommt ihn nicht mehr rum. 55. Minute, vielleicht die größte Chance bisher. David Silva! Und jetzt Eckball. Der zweite Eckball für die Spanier steht an. Bringt natürlich Gefahr. So, Cesc Fabregas. Ecke ist gut, aber die Italiener sind auch groß. Da kommt man nicht so einfach durch. Und dann, der kommt sogar durch. Damit hat David Silva nicht mehr gerechnet. Aber dann eben nur der Befreiungsschlag. Und weiter geht's. Juan Fran. Spanien stürmt. Und Italien verteidigt. So, Iniesta. Da ist Nolito mit Platz. Mit viel Platz. Nolito mit der Flanke. Die ist gut. Und da ist der Ausgleich. Da ist der Ausgleich. Aber die Fahne ist oben. Die Fahne ist oben. Muratas Tor wird zurückgepfiffen. Abseits, sagt der Schiedsrichter. Wir schauen nochmal genau hin und sehen. Ja. Es ist richtig, es ist richtig. Morata im Abseits. Das Tor zählt nicht. Das Tor zählt nicht. Bitte natürlich für Spanien. Knappe Stunde ist gespielt. Spanien mit dem Fast-Ausgleich. Aber es ist noch genug Zeit. So, nächste Scheibe. Morata. Der will jetzt sein Tor. Der will jetzt sein Tor machen. Da ist Iniesta mit dabei. Ah, Iniesta, gut gedacht. Aber... Der Verteidiger ahnt den Braten. Jetzt hat natürlich Italien den Ball. Das kostet alles unglaublich viel Zeit für die Spanier. Italien findet offensiv natürlich jetzt nicht mehr statt. Das ist absolut klar. Die igeln sich jetzt hinein. So, nicht schon. Nolito sofort von 4 Gegenspielern umzingelt. So, Sergio Busquets. Das war ein bisschen riskant. Da geht es zu Iniesta. Wohin? Wohin? Pass kommt mit Glück ein bisschen durch. So, jetzt Nolito. Da stehen... Die Italiener um ihn rum. Wohin den Ball? Wohin? Jetzt Sergio Busquets. Italien, glaube ich, komplett jetzt hinter dem eigenen 16 drin. So, da ist Fabregas. Er fällt. Der fällt. Ich will den Freistoß haben. Willst du mich verarschen? Das gibt es doch nicht. Das muss doch der Freistoß sein. Warum lässt er ihn da weiterlaufen und gibt mir dann nicht? Mann. Und jetzt Achtung. Italien mit dem Konterversuch. Zaza gegen Sergio Busquets. Sergio Busquets gewinnt den Ball. Riesenchance hier. Wenn er den Freischuss gibt, und den hätte er eigentlich geben müssen, ganz ehrlich, aus so einer Position. Und wenn nur so viele Gegenspieler vor allem im 16 sind, dann muss er eigentlich den Freischuss geben. So, gelbe Karte, die erste, glaube ich, erst im Spiel. Marco Parolo, wahrscheinlich mit dem Vorspiel gegen Fabregas, den Freistoß
Ja, das war genau der unglaublich geile Position. Warum gibt er den nicht? So, Wechsel bei den Spaniern. Pedro und Juan Mata kommen rein. Cesc Fabregas und Nolito verlassen den Platz. Fabregas hat richtig gut gespielt. Nolito auch, aber jetzt zählt. Die letzten 20 Minuten haben begonnen. Italien führt immer noch mit 1, würde bedeuten, die Spanier wären momentan draußen. Spanien wäre aktuell draußen, aber da kommt Sergio Busquets nochmal. Nochmal die Chance hier für die Spanier. Da ist Juan Mata frisch im Spiel, hat jetzt vielleicht die bündige Idee. Und ich reagiert Juan Mata mit dem Tor am Schluss und dann Chiellini blockt ihn und Buffon nimmt ihn souverän auf. Die Spanier müssen sich was einfallen lassen. Egal wie, der Ball muss rein, aber so nicht. Das war ein heftiger Fehlpass und das kostet wieder Zeit. Und die Konterchance ist vielleicht da für Italien. Aber Juan Fran schnappt sie diesen Ball in einem klasse Zweikampf. Und jetzt Gerard Piqué, ab nach vorne. Iniesta. Andres Iniesta. Weiter geht's zu Juan Mata. Frisch auf dem Platz. Ja, wohin? Sucht ganz vorne. Morata findet diesen allerdings nicht. Und ab geht's wieder in die andere Richtung. Da ist Zaza. 12 Minuten. Zaza ist frisch. Der kam erst vor ein paar Minuten scheinbar auf dem Platz. Aber Gerard Piqué ist super. Schnappt diesen Ball jetzt Pedro. Ab geht's zu Jordi Alba. Spanien stürmt. Und Fehlpass. So einfach machen die Italiener natürlich das den Spaniern nicht. Und ich soll Zaza. Zaza mit dem Abschluss. Und das wäre fast die Entscheidung gewesen. 82. Minute, die Italiener tatsächlich mit einer Offensivaktion in der zweiten Halbzeit. Und das wäre fast das Tor gewesen. So, Insigne kommt, Giaccherini geht raus und jetzt, ja, jetzt laufen die letzten 10 Minuten. Fliegt hier tatsächlich Spanien gegen Italien raus. Es wäre natürlich eine Sensation, keine Frage. Der Titelverteidiger raus. So, Morata. Da startet Iniesta. Andres. Iniesta. Und wieder dieser Buffon. Nochmal die Flanke in die Mitte. Nochmal. Juan Mata. Mata. 85. Minute. Spanien ist zurück. 85. Minute. Und er ist der Lucky Punch. Der Spanier. Unglaublich kämpferisch. Und dann der Abschluss von Juan Mata. Voll rein, der ist nur abgefälscht. Unhaltbar für Gianluigi Buffon und Spanien mit dem Ausgleich. 5 Minuten vor dem Ende fällt hier also tatsächlich doch noch das 1:1. Buffon am Boden. Und er kommt, der Joker, Juan Mata. Und macht hier sein Tor. So, jetzt ist das Ganze wieder auf Null gesetzt. Spanien mit dem Ausgleich. Und Italien 5 Minuten vor dem Ende, also doch mit dem Schock. Und jetzt ist natürlich eins drin. Wenn hier kein Tor mehr fällt in den nächsten 5 Minuten, dann gibt's die erste Verlängerung. So, Morata. Schön gespielt, schön, und dann kommt der Pass aber nicht an. Sorry, verliere gerade ein bisschen meine Stimme. So, jetzt Zaza. Italien will jetzt aber dagegen halten, natürlich. Die haben hier eigentlich schon das Viertelfinale gebucht. Aber dann kommt Juan Mata und macht sein Tor. So, nächster. Juan Mata zu David Silva. David Silva stark. Weiter geht's zu Iniesta. Macht heute auch wieder ein Bärensteig für Iniesta. Nochmal die Chance. Der sieht außen. Pedro probiert's. Da ist Morata. Da ist nochmal Iniesta. Iniesta, bekommt er die Kugel noch? Jawohl, aber Buffon hält ihn. Das wäre nochmal das Ding gewesen. Hier sehen wir es an der kleinen Statistik. Um 4 Schüsse. Italien, 10 Schüsse, Spanien und das war's. Also, wir sehen die Verlängerung hier. 2x15 Minuten geht's oben drauf. 1:1 steht hier nach 90 Minuten. Wir sehen eine Verlängerung und das wird auf jeden Fall uns sehr, sehr heiß werden. So, also kurze Pause, dann sehen wir uns gleich wieder bei der Verlängerung. Und es kommt der letzte Wechsel bei den Spaniern. Koke kommt und David Silva geht raus. Also, der letzte Wechsel bei den Spaniern. Die zurückgekommen sind, die sich zurückgekämpft haben. Und jetzt steht die erste Halbzeit der Verlängerung an. 2x15 Minuten gibt es oben drauf bei der Neuauflage des EM-Finals 2012. Und jetzt geht es also los. Italien gegen Spanien. Italien war ganz knapp vor dem Sieg. Doch dann kommt Juan Mata
und macht einen Sensationstor. Das war ein Hammerschuss, klar, wer abgefälscht. Und Koke hier erstmal mit dem Ballgewinn gegen Thiago Motta. Oh, Motta drückt da ganz schön. Und dann kommt der Pass zu Morata, aber der steht da nicht wirklich richtig. Jetzt ist natürlich die Frage, wer hat die größeren Kräfte? Die, was verteidigt haben oder die, was gestürmt haben? Mein Bauchgefühl würde mir sagen, die, was gestürmt haben, haben weniger Kraft. Aber ja, mal schauen, was hier noch geht. Italien wirkt auf jeden Fall in diesen ersten 5 Minuten defensiv sehr sortiert. Werden hier wahrscheinlich nicht so viel offensiv bieten. Vielleicht mal die Chance. Fehler von der spanischen Abwehr. Da ist Zaza im 16er gegen Gerard Piqué. Piqué klärt das, aber es war sowieso abseits von Zaza. Und deswegen gibt es Freistoß für die Spanier. Und wir sehen, die Entscheidung ist richtig. Und damit Freistoß für Spanien. Also, 7 Minuten gespielt in der Verlängerung. Und jetzt Juan Fran kommt da nicht ran. Und super Einsatz hier von Juan Fran. Chance ist da vielleicht zum Kontern. Da ist Juan Mata. Mata, super, wie er sich da durchsetzt. So, die Chance ist da für die Spanier. Juan Mata mit dem Platz. Juan Mata kann es machen. Und dann schießt der Morata an. Das gibt es nicht. Beim letzten Mal, als der Ball abgefälscht wurde, hier sehen wir es, war da drin zum 1:1. Hier nutzt er seine Chance nicht, schießt Alvaro Morata an. Und dann geht er ganz knapp vorbei. Riesenschuss. So, Insigne hat sich verletzt bei Italien. Das hören die Italiener natürlich auch nicht gern. So, jetzt wieder mal Morata. Ja, kann den Ball hier irgendwie behaupten. Morata immer noch am Ball. Sieht aus, jetzt Juan Mata. Die Italiener greifen früh an, also ich glaube Italien will hier auch doch ein bisschen was mitsprechen im Kampf um den Sieg. So, jetzt Pedro am Ball. Außen ist Jordi Alba. Jordi Alba mit der Flanke, die mit dem Buffon kommt raus und kann vor Morata retten. So, 104. Minute läuft, das heißt es mit der ersten Halbzeit war es jetzt dann gleich und zu langsam, aber sicher. Man möchte es eigentlich noch nicht in den Mund nehmen, aber wir nähern uns dem Elfmeterschießen. Einwurf jetzt nochmal und da ist Juan Fran am Ball. Klar, auch die Verteidiger bei Spanien sind viel gelaufen heute. Vielleicht nicht so viel wie die italienischen Verteidiger, aber trotzdem auch viel unterwegs. So, nicht schon. Da ist wieder mal Jordi, aber weiter geht's zu Pedro. Pedro, schön gemacht. Pedro hat die Zeit, hat das Auge für Juan Mata, aber der ist natürlich jetzt nicht unbedingt das größte Kopfballungeheuer. So, und das war's mit der ersten Halbzeit der Verlängerung. Also, wieder mal eine ganz kurze Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder zur zweiten Halbzeit der Verlängerung. Vielleicht dann schon mit der Entscheidung. Vielleicht geht es ins Elfmeterschießen. Also, kurze Pause. Bis gleich. So, und weiter geht's. Ja, jetzt geht's so langsam auf die Zielgerade zu. Spanien gegen Italien. In der Verlängerung habe ich bis jetzt noch keine wirkliche Torchance gesehen. Weder für die einen noch für die anderen. Mal schauen, ob jetzt in den letzten 15 Minuten doch noch jemand sich nach vorne traut und da ein Tor schießt. So, Jordi Alba am Ball. Sergio Busquets, weiter geht's zu Pedro. Pedro hat natürlich nur Kraft. Das darf man nicht außer Acht lassen. Pedro probiert es aus der Distanz. Eieiei, das war ein schöner Versuch. Aber da ist Gianluigi Buffon ein bisschen zu erfahren, um so einen Ball nicht zu halten. Aber die Spanier schnappen sich den Ball zurück. So, Iniesta, eigentlich schon stehen K.O. Andres Iniesta. Unglaublich viel gelaufen. Aber er kämpft sich durch. So, wenn es sein muss, bis ins Elfmeterschießen. So, Juan Mata. Mata wird sofort gezogen, hält aber erstmal den Ball. Juan Mata sucht jetzt die Anspielstation. Findet niemand so wirklich. Sieht es Sergio Busquets. Busquets, weiter geht's zu Iniesta. Da ist die Morata. So, Alvaro Morata probiert es natürlich sofort. Morata zu Iniesta! Das wäre es gewesen. So, Iniesta, nochmal die Chance. Nein, gewinnt den Kopfball nicht. Und dann kommt erstmal der Befreiungsschlag der Italiener. So, und das was? Es gibt einen nur für Italien. Ach, komm schon, niemals. So, jetzt natürlich Italien vielleicht noch mit der Chance, selber das Spiel zu machen. Da ist Florenzi. Florenzi, oh, da kommt einer ein bisschen zu spät. Florenzi springt drüber. Aber dann der Ballgewinn von Koke und weiter geht's zu Uomata. Italien bringt natürlich nicht mehr so viel auf die Reihe. So, aber dann der Fehlpass. Da versuchen sie zwar früh zu stören, die Spanier, aber die letzten Minuten laufen hier runter. Italien vielleicht nochmal mit der Chance, doch nochmal vor dem Elfmeterschießen das Ding zu entscheiden. So, jetzt nochmal die Chance. Da ist Thiago Motta. Matteo Darmian, er hat das Tor gemacht. Das Tor zum 1:0. Und jetzt die Chance nochmal und es gibt nochmal Eckball. So, die Italiener stehen nochmal auf. Eckball für Italien. Das ist vielleicht die letzte Chance für die Italiener. Und jetzt wird es nochmal richtig gefährlich. Ecke kommt gut rein und dann ist Davide hier zur Stelle. Stark gemacht.
Man hat jetzt natürlich alle Zeit erstmal der Welt, sucht sich in Ruhe den Juan Fran, der nochmal nach vorne zu haben hatte. Vielleicht nochmal die Chance für die Spanier. So, da ist Morata, aber der kann nicht mehr so über den Sprintduell gehen, verliert den Ball. Ich glaube, dass sie jawohl. Es geht ins Elfmeterschießen. Also, wir sehen das Elfmeterschießen zwischen Italien und Spanien. Die Italiener haben sich klasse zurückgekämpft nach dem 1-0 Rückstand. Und jetzt geht es ins Elfmeterschießen. Und jetzt heißt es natürlich nochmal alle Kräfte mobilisieren und irgendwie den Ball ins Tor hämmern. Spanien gegen Italien. Zwei Giganten im Fußball. Und wer jetzt ins Viertelfinale kommt, das müssen wir durch Glück entscheiden lassen. Elfmeterschießen ist immer so eine Sache für sich. Jetzt natürlich nur bewusst die Schützen auswählen und dann mal schauen, wie es weitergeht. Also, Morata als erster, Iniesta, Mahi Nummer 4, ist ein sehr entscheidender Schütze. Koke, oh Gott, was an der von 11? Ach, scheiß drauf, wir schießen einfach drauf los. So, erster Schütze bei Italien, Candreva. David De Gea ist im Tor, hat heute nicht viel halten müssen. Candreva gegen David De Gea. So, erste Chance für Italien und die Mitte ist es, die Mitte ist es. David De Gea ins linke Eck geschickt. So, jetzt Morata gegen Buffon. Im Spiel hat er einmal aus Abseits genommen. So, Morata, die gleiche Ecke wie Candreva, nur besser platziert. Buffon spekuliert auf die Mitte. Ach, nicht die gleiche Ecke wie Candreva. So, jetzt Florenzi gegen David De Gea. Nächste Chance, Florenzi stark platziert. Starke Elfmeter, jetzt Juan Mata gegen Buffon. Juan Mata gegen Buffon. Auch der sitzt, Juan Mata 2-2. So, De Rossi. Jetzt die Chance mit der Erfahrung. De Rossi und David De Gea pariert den Elfmeter. David De Gea hält ihn aus. So, jetzt geht's auf der anderen Seite. Gerard Piqué gegen Buffon. Piqué und er ist drin und damit führt Spanien. So, jetzt Zaza. Der sollte treffen und er trifft. David De Gea an die Ecke, aber Zaza klasse pariert. So, jetzt Iniesta. Starkes Spiel von ihm. Andres Iniesta gegen Buffon, auch der ist drin. Und jetzt stehen die Spanier auf. Sollte Thiago Motta nicht treffen, steht Spanien im Viertelfinale und Italien fährt heim. Also David De Gea gegen Thiago Motta. Motta gegen De Gea, der trifft. David De Gea in die falsche Ecke geschickt und jetzt muss Buffon halten. Gianluigi Buffon muss halten, ganz Italien zittert. Sergio Ramos gegen Kroatien hat er den Elfmeter verschossen. Was macht er jetzt? Ramos gegen Buffon und er trifft und damit steht Spanien im Viertelfinale und die Italiener fahren nach Hause. Spanien ist im Viertelfinale. Bella Italia, goodbye. Unglaublich. Ja, also, schickt mal eure Tipps in die Kommentare und dann schauen wir, wie es in Wirklichkeit ausgeht. Hammerspiel. Wäre geil, wenn es in Wirklichkeit auch so ausgeht, würde ich drücken in Spanien ein bisschen mehr die Daumen, aber naja, so ist es im Fußball. Wie gesagt, eure Tipps in die Kommentare, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit den Achtelfinal, Viertelfinal, Halbfinal und Finale natürlich. Also, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, eure Tipps in die Kommentare. Bis dahin, macht's gut und ciao.